Ja, moin moin Webers. Ja, heute ist nicht nur der Hundenfilmstar, sondern die Katze ist auch ein Star. Naked Caddy. Ja, hüpf hüpf. Tschüss. So, heute geht's weiter mit Teil 2 von Gigi Juice. Und im ersten Teil haben wir ja schon einiges gesehen von Gigi Juice. Da hatten wir 5 Liquids an der Zahl. Und da muss man schon sagen, da waren schon 4 Stück ziemlich nice. Ja, Katze, du musst jetzt hier nicht die Tonaufnahmen kaputt machen, ne? Wahnsinn. Ja, wir waren beim Preis von 39,90 Euro für 50 ml Gebinde. Da sollte sich, denke ich mal, keiner beschweren können. Unter anderem hatten wir auch hier diese super kleinen Flaschen in 350 ml Gebinde. Da sind wir allerdings bei 139,90 Euro, ganz klar. Die kosten halt natürlich ein bisschen mehr. Ja. Delicious. Wenn ich das jetzt mal so rausbrezeln darf. Ja, was haben wir hier? Ach so, bevor ich das vergesse, habe ich im ersten Review gar nicht gesagt, ich glaube, ihr kriegt die in 0, 3 und 6 Milligramm und ich denke mal, das reicht auch. Ja, die Labels sind ein bisschen dunkel, da hätte man sich können vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, aber es ist gar nicht so schlimm letztendlich. Hier geht es um eine Heidelbeere, Brombeere und Himbeere und die perfekte aufeinander abgestimmten und werden garantiert, ach so, man soll halt erst lesen und dann das im Kopf verarbeiten. Also die auf perfekte Art und Weise aufeinander abgestimmt sind und dann wohl den deluxen Geschmack treffen sollen. Wir gucken einfach mal, was wir also rausschmecken an der Heidelbeere oder diese Brombeere. Mal gucken. Ihr könnt auch ganz gut erkennen, da habe ich auch schon gut was rausgenuckelt. Hat mir persönlich ganz gut geschmeckt. Ich habe das auch gerne noch ziemlich gerne im Tröpfler ein bisschen gemischt mit Menthol. Fand ich das auch ziemlich, ziemlich geil. Ich war schon überlegen, ob ich mir so 10 ml abfülle und dann mit diesen Mentholmische von Gigi Juice, weil die Mischung aus den beiden ist auch echt cool. Also wenn ihr das in Angriff nehmen solltet, denkt mal drüber nach, das Menthol vielleicht mitzubestellen. Ihr merkt schon, ich bin voll Fanat in dieses komische Menthol. Und ja, also ich muss sagen, Heidelbeere schmeckt mal ganz toll raus, so wie auch die Himbeere. Das sind für mich beides so diese ganz, ganz starken Noten jetzt hier in dem Liquid. Aromen, die sind hier echt super zusammengesetzt und super verarbeitet, was das Liquid angeht. Brombeere, okay, die Brombeere wird bestimmt irgendwo sein, aber die beiden anderen Stoffe sind einfach viel, viel intensiver und dadurch gewinnen die definitiv, was aber jetzt auch nicht schlimm ist. Ne? Also es wird jetzt keiner da stehen und sagen, oh, die Brombeere fehlt mir. Das weiß kein Mensch. Wahnsinn. Und wirklich ein sehr, sehr leckeres Liquid. Also ich kann jetzt auch hier wieder nur von mir sprechen. Und es ist halt wirklich ganz, ganz toller, fruchtiger Mix. Auch sehr, sehr sommerlich. Also der wird jetzt zu der Jahreszeit echt super passen. Brenn das Ding mal gerade aus. Oh. So, was haben wir jetzt hier? Irgendwas mit Mutter... Ah, Mother Teresa. Was haben wir hier? Seht ihr das? Uppala. Ja, Mother Teresa ist der Geschmack von leckeren Erdbeeren und 4 unterschiedlichen Cremen. What? Hört sich ziemlich nice an. Und das Ganze ist dann halt vereint in ein köstliches Liquid. So wird es halt jetzt hier beschrieben. Ich habe diesmal mal einen tollen Zettel dabei. Ich habe es vorher schon halbwegs auswendig gelernt. Aber ich möchte nicht, dass mir was durchgeht. Und wir gucken halt einfach mal, ob wir jetzt wirklich so diese tolle Erdbeere rausschmecken. Oder ob es halt einfach wirklich von diesen 4 verschiedenen Cremesorten gebrokt wird, nenne ich es mal. Und hier kann ich auch wieder nur sagen, dass ich jetzt gleich sterben werde. Ne, Spaß. Dass hier wirklich ganz, ganz tolle Erdbeeraromen verwendet wurden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass nur eine Erdbeersorte oder Sorte an Aroma benutzt wurde, sondern dass hier schon verschiedene benutzt wurden. Weil es ist ziemlich echt. Also ich muss echt sagen, so der Geschmack
von der Erdbeere ist ganz, ganz toll. Also nicht wie in anderen manchen, wo so ziemlich künstlich schmecken oder ja, oder eigenartig nenne ich es vielleicht mal. Mit der Mischung durch diese vier verschiedene Cremesorten wird das wirklich ganz, ganz soft. Ne? Ich nenne es einfach mal wie so ein Erdbeersmoothie. Es wird ziemlich rund, es wird ziemlich cremig und trotzdem nicht zu amerikanisch. Ne? Das finde ich auch immer ganz, ganz toll, wenn das mal umgesetzt wird, weil es gibt im Moment auf dem Markt so eine Palette voll mit Erdbeeraromen und Erdbeerliquids und Premium-Erdbeerliquids und keine Ahnung, 30% schmecken irgendwie gleich und dann wird es irgendwann langweilig. Ne? Wenn man denkt so, oh, geiles Label, das muss schmecken, das muss super sein und du dampfst es und es schmeckt wieder wie das andere auch. Ich weiß nicht, ob die alle so in einem Topf sitzen und jeder seine Aromen von demselben Hersteller bezieht, dass überall dasselbe rauskommt und jeder klatscht sein Label drauf. Manchmal ist es eigenartig oder auch nervig für mich. Cool. Sehr, sehr nice. Das kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und es wäre sogar vielleicht Olderfähig. Für den einen oder anderen wäre das wahrscheinlich was. So, was haben wir jetzt hier? Warm Crumble Pie. Okay. Warm Crumble Pie hört sich auch gut an. Ihr seht eigentlich nur schwarz. Naschkatzen, aufgepasst, der Geschmack von einem frischen Streuselkuchen lässt keinen Wunsch offen. Hört sich erstmal interessant an. Hm. So, der Streuselkuchen-Duft ist schon vorhanden. Ach, so ein kuchiger Duft ist auch da. Das ist schon ziemlich cool. Zack. Oh, Deluxe, Freunde, Deluxe. Hm. Ich würde sagen, das kommt schon sehr, sehr stark nach einem Apfelkuchen irgendwie. Also, ist im Streuselkuchen Apfel drin? Nee. Doch. Ja, Katze raged hier gerade durch die Gegend, weil die Türen zu sind. Hm. Also, da ist wirklich Sache, Freunde, weil hier steht drauf, Naschkatzen aufgepasst, und das ist wirklich was für Naschkatzen, weil dieser Streuselkuchen, der schmeckt so ultra süß und dann ist so ein geiler Apfelgeschmack dabei. Und die Dinger dampfen wie Hulle. Ne? Klar, braucht auch die vernünftige Wicklung dazu, wie immer. Aber hier wirklich Streuselkuchen, bumm. Der kriegt auf jeden Fall direkt ein Like von mir, weil top. Ganz ehrlich, cool. Auch dieses Zusammenspiel wieder aus diesem Apfel, aus diesem Streuselkuchen, aus diesem generell, wenn man so ein Kuchenliquid versucht herzustellen, dass es dann auch wirklich so eins zu eins nach dem Kuchen schmeckt, ist für mich immer sehr, sehr schwer. Oder ich finde es sehr, sehr schwer, dann letztendlich, dass es dann auch so geil umgesetzt wird. Und das wurde hier definitiv gemacht. In dem Sinne, danke an GG Juice. Ich weiß nicht, was im Moment los ist. Im Moment ist schlimm. Ich denke mal, es ist eine Sommergrippe oder so ein Scheiß. Ey. Oh. Ja, hier ist natürlich ziemlich, ziemlich fett. Sex on the Beach, Freunde. Ein Hauch von Orange und verwöhnlichen Pfirsichen unterhalten von cremiger Sahne. Und das habe ich auch am Anfang sehr, sehr extrem gesuchtet. Und da kann ich direkt schon sagen, ohne dass ich es euch hier vordampf einmal, was ihr sowieso nicht mitkriegt, kann ich sagen, das Liquid schmeckt bombastisch. Weil die Zusammensetzung aus den verschiedenen Aromen wurde wirklich eins zu eins wie ein Sex on the Beach hergestellt. Und top. Ja. Wenn dann wirklich das Liquid so schmeckt, wie es beschrieben ist, Wahnsinn. Wer hat nicht Bock, einen Cocktail zu dampfen? Das ist Killer. Das ist einfach Killer. Du ziehst dran und du kriegst direkt so diesen Orangenflash, diesen Pfirsichflash rein und dann mit einem ganz, ganz tollen Unterton von diesem Sahnigen, ne? Also dieses Süße, wie man jetzt mittlerweile schon oft genug hatten und in diversen Liquids drin ist, ist es hier auch wieder gegeben und crazy. Es ist einfach crazy. Es ist top. Ich gehe mal ein bisschen hier auf die Seite hier. Da könnt ihr auch mal meinen tollen Banner hier betrachten. Ja, die einen oder anderen hatten wahrscheinlich in Stuttgart auf der Messe gesehen. Die Messe war auch ziemlich cool und ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Weil es war ziemlich geil. Ziemlich groß. Und es hat einfach nur richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, wenn ihr auch mal Bock habt auf eine Messe,
Ende Juli ist auch wieder eine Messe in Fürth. Ist irgendwo da in Bayern oder so in der Kante, glaube ich. Und es ist die WebConnex, oder wie sie sich genau schimpft. Da werden wir auch am Start sein. Der Kollege von mir von FreeWebStuff, der Marc, wird natürlich auch am Start sein, ganz klar. Mal gucken, wie wir noch so ins Boot reingezogen kriegen. Ich denke mal, Vaping Vikings wird wahrscheinlich auch am Start sein. Gehört ja auch zu der YouTube-Connection. Und vielleicht kriegen wir noch so einen Trickwerber dabei, ne? Und die Katze soll jetzt mal die Klappe halten. Nein. Ist eigentlich ein ganz liebes Kätzchen. Welcher Vogel nimmt schon seine Tiere mit ins Review, ne? Ich schon. So, jetzt kommt natürlich das Letzte. Ich wollte mich eigentlich davor drücken, aber das mache ich nicht. Warum ich mich davon drücken wollte, ja, werdet ihr natürlich jetzt erfahren, weil es ist halt einfach Tabak. Ja. Ist halt Tabak. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Hier wird es natürlich beschrieben, Tabak, der nicht besser schmecken kann. Und ja, das ideale Liquid für Tabakliebhaber, jetzt sei ruhig. Ja, und es ist halt direkt ein rauchiger, huchiger Geschmack. Erinnert mich immer wieder ganz an da, ganz damals von Flavor, keine Ahnung, Flavor sowieso. Dieses RY, keine Ahnung. Genau an das Zeug erinnert mich das. Es ist wirklich ein purer und reiner Tabakgeschmack. Mehr kann ich dazu auch großartig gar nicht sagen, weil ja, es schmeckt halt einfach nach Tabak, es schmeckt tief, dunkel, dark und es gibt mehr wie genug Leute, die auf Tabak stehen. Es ist nicht schlecht umgesetzt, man kann es wirklich dampfen, ich könnte es auch dampfen, wenn ich es wollen würde, aber ich mag halt einfach keinen Tabak dampfen und dann ist das halt einfach so. Deswegen, Freunde, wenn ihr auf Tabak steht, probiert einfach mal hier von GD Juice Tobacco. Jetzt die Tage gibt es natürlich noch mein Liquid Review über die Raven Liquids. Sind auch sehr, sehr nice. Also da kann ich schon sagen, allein schon die Verpackung in so einem Sarg, in so einer Sargoptik mit so einem ganz tief schwarzen Rahmen drauf, wird auch noch alles kommen. In dem Sinne, Freunde, wipes on, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Halt doch's.